Shalom Aleichem, a gute Woche. A Jid ist gekommen zu dem Bobover Rebbe. Er war ein Chassid, er ist gekommen zu dem Rebbe Rabbi Benzion Halberstam. Es war der Bobover Rebbe. Hast du gehört von Chasside Bobov? Chasside Bobov ist eine sehr gute, anständige Gruppe. Die haben heute große Rebbe in Amerika. Es ist eine sehr besondere Chassidim. Und der Chassid ist gekommen zu der Bobover Rebbe und er hat ihm gebeten eine Bracha, eine Segen bei einem bestimmten Punkt. Der Rebbe hat mit ihm gesprochen, unterhalten über verschiedene Sachen. Und wie ein Rebbe hat mit ihm gesprochen über irdische Sachen und über himmlische Sachen, über seine Geschäfte, weltliche Sachen und über Erziehung, Jiddischkeit. Was lernt er? Was lernt er, genau. Und insbesondere der Rebbe hat sich spezifisch fokussiert. Was macht er mit dem Chinuch, mit der Erziehung von den Kindern? Sagt ihm der Mann, er hat geschickt sein Kind zur Universita, zu lernen Wissenschaft. Fragt dem Rebbe, dem Chassid, warum denkst du, dass es wichtig soll er lernen Wissenschaft in Universita, als zu sitzen in die Yeshiva und lernen Torah? Warum machst du nicht das, was dein Vater hat gemacht, Opa gemacht, alle haben gemacht, mach das, was gemacht soll? Sagt der Mensch, wenn der Kind wird erfolgreich in sein Lernen, er wird bekommen ein Titel, ein Diploma, Doktor, er wird bekommen eine gute Stelle, einen guten Posten, einen guten Misra Mechubedet, eine ehrenvolle Position, er wird bekommen gute Parnose, er wird bekommen verdienen gute Parnese bekavod, er wird sich ehrenvolle Lebensunterhalt bekommen und jetzt kommt und er wird mir auch speisen nach 100 und zwar, er kann mir unterstützen bis 120. Also er gibt dem Reben 4 Argumenten, warum es ist wichtig, soll sein Kind gehen zum Doktor lernen. Doktor, Position, Parnose, er wird mich ernähren bis 120. Und der Rebbe hat ganz kurze Frage gefragt. Und wer soll dir unterhalten und speisen nach 120? Der Mann hat nicht verstanden. Der Rebbe hat gesagt, wenn ein Kind lernt Torah und lernt in Yeshiva, er wird nach deinem Tod sagen Kaddisch, jeden Tag dreimal beten, Torah lesen, Maftir machen, Yizkor machen, Jorzeit machen, Mishnayot lernen, Zdaka geben, alle Mitzwes wird er machen, das was man macht über Verstorbene. Und der Chassid hat verstanden, dass er hat gemacht einen Fehler und er hat verstanden, dass wenn man will, Kinder soll nach meinem Tod weiter mir speisen, das ist die Hauptsache. Torah lernen ist die Hauptsache in dieser Welt, weil das ist für Olam Abba. Und gute Stelle ist nur für diese Welt. Richtig. Ja, und was ist wichtiger, diese Welt oder kommende Welt? Diese Welt. Diese Welt ist wichtiger. Denn was ist wichtig? Torah lernen oder Beruf machen? Torah lernen. Aber du hast gesagt, diese Welt ist wichtig. Tut mir leid, ich habe einfach nicht verstanden. Ich habe gedacht, diese Welt und der Lama mit. Noch einmal die Frage. Was ist wichtiger? Zu denken die ganze Zeit über diese Welt oder zu denken die ganze Zeit über die kommende Welt? Wenn ein Mensch schickt sein Kind zur Universita. Aber kommende Welt ist dann, wenn du tot bist. Ja. Also, ich hab verstanden, was ist wichtiger? Diese Welt, wo wir jetzt leben, wo ich jetzt lebe, wo sie leben. Oder die Welt, wo wir dann verstorben sind. Da hast du vollkommen recht, diese Welt ist wichtiger. Da bin ich dir ganz einig und einverstanden. Meine Frage ist, wo soll ich investieren bei meinen Kindern? Für meine diese Welt oder für meine kommende Welt? Für meine kommende Welt. Warum für meine kommende Welt? Weil wenn ich jetzt meinen Sohn schicke zu lernen, in eine Universität,
dann wird er ja Geld bekommen und alles drum und dran. Aber dann, wenn ich verstorben bin, kann er nichts für meine Schamanen machen, also ihn noch höher bringen. Ja, also wird nicht achten, dass deine Schamanen höher kommt. Aber wenn du deinen Sohn sofort schickst, zu lernen, Torah, dann weiß er, dass er im Schneiot lernen muss, alle Mitzvot, die man für ihn verstorben macht, erhöht es deine Schamanen. Und es macht dir auch Nachat. Und das ist wichtiger. Schkoyach, wo willst du schicken deine Kinder? Ich werde sie in eine Shiva schicken. Super.